Ja, bei mir ist jetzt der Kilian Brandstätter. Ich habe schon gefragt im Vorgespräch, was tut es in Gäus, dass man gesagt, jetzt kommt bald das Bierfest, heute geht es aber um einen Wein. Bevor es ums Gäuser Bierfest geht, wie schaut es aus in Sachen Wein in Gäus? Was tut es denn? Einiges. Wir haben jetzt, wie gesagt, das Bierfest, aber wir sind in Vorbereitung für das Gäuser Martini-Loben. Wir feiern heuer nämlich 35 Jahre Gäuser Martini-Loben. Ich möchte gleich ein Dankeschön aussprechen an die Pioniere und vor allem an unseren Weinbauverein. Über die Jahre, Jahrzehnte hinweg haben sie eine tolle Veranstaltung entwickelt. Und auf das freuen wir uns schon. Wir haben heute schon sehr viel gehört über dieses Zusammenspiel von Tourismus, Wein, Genusserlebnis. Ist da euer Martini-Loben und das Martini-Loben gibt es ja im ganzen Land auch ein Paradebeispiel für diese Synergie? Ja, die Golzerinnen und Golzer haben damals eine der ersten, dass dieses Martini-Loben ins Leben gerufen haben. Und es hat sich halt über die Jahre eben hinweg sehr gut entwickelt. Und es freut uns halt sehr, dass der Burgenland-Tourismus auch das aufgegriffen hat. Und ich finde auch die Symbiose zwischen dem Einbauvereinen und auch dem Burgenland-Tourismus eine sehr wichtige Partnerschaft. Man sieht auch anhand von Veranstaltungen wie die heutige, dass diese Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Wir haben heute auch schon viel gehört über dieses ja, Gemeinschaftsgefühl hier in der Branche zwischen Winzern, Touristikern, Gastronomen, aber auch letztlich den Gästen. Dieses Community-Feeling, ist es eines der Erfolgsrezepte im Burgenland, dass man sagt, auch hier gemeinsam stark? Genau so ist es. Ich finde, dass dieser Zusammenhalt was ganz Wesentliches ist. Der Zusammenhalt unter den burgenländischen Winzerinnen und Winzern, gemeinsam aufzutreten, gemeinsam den burgenländischen Wein nach außen zu präsentieren, das macht uns stark und diesen Weg werden wir auch weiter verfolgen. Dann würde ich sagen, einen schönen Abend und eine gute Verkostung. Danke, das wünsche ich dir auch.